Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dying Light. Einer von diesen komischen... Ach nee, der Zombie geht schon wieder, den wir letztes Mal ein bisschen aufgeregt haben. Egal. Ich würde sagen, wir machen heute weiter mit der Quest für den Boten. Bezüglich Reis und so. Ja. Oh fuck. Ich glaube, hier kommen Zombies. Das schaut schon so aus, als wären hier gleich Zombies. Und zwar zu Dutzenden. Alter, ist unheimlich. Ich mag das nicht. Ich schaue mich hier mal kurz um. Oh. Nice. Solange keiner schaut, bediene ich mich mal. Kaffee. Plastikteile. Hier ist nix. Die fressen alle irgendwie so Fast Food. Jetzt gerade nicht. Karim, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsene Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichtet sich alles in 3 Metern Umkreis. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boten? War er dort? Nein, hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Görsel. Okay. Hier scheint es aber Stuff zu geben. Hier scheint es Infizierte und Loot zu geben. Das finde ich schon mal nicht... Ah, fuck. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Wie weit war das jetzt? So. Nein, ein bisschen weiter nach... Nicht so weit. Nee, ein bisschen mehr nach links. So, genau. Wunderbar. Also, ich glaube irgendwie, dass je mehr Zombies irgendwo sind und desto gefährlichere Zombies irgendwo sind, das kann man immerhin verkaufen, das ist meine Begründung, das mitzunehmen, desto eher... Kann man irgendwie Autos mal aufmachen? Nee. Schade. Ah, doch das hier, aber das ist sehr schwer. Aber gut, Gott, schaut keiner. Gott, sehr schwer. Was soll das denn werden? Ich gehe mal von ganz rechts in Mikroabständen nach... Okay, das wird die Hölle. Ich werde vielleicht mehr Dietriche machen müssen. Ah, ne. Gott sei Dank machen die Dietriche, glaube ich, keinen Sound. Wo... Kannst du liegen? Wo zur Hölle? Hä? Da? Ne. Wo? Hä? Also da muss was richtig Gutes drin sein. Ah, hier. Nein, ein bisschen weiter links. Nein, Alter. Where the fuck? Aber hier geht's doch ein bisschen weiter als sonst wurde. Da so leicht rechts muss es sein. Ich möchte jetzt nicht alle Dietriche verschwenden, aber ich glaube, ich werde es tun. Alter, what the fuck? Ganz ehrlich, nee. Ah, jetzt kommt doch noch die. Schön. So, mach zu. Gut, jetzt gehen wir da weiter. Oh, fuck das. Ich glaube, ich werde hier wieder rausgehen, wobei... Das, ich glaube, da explodiert dann alles oder so. Ich hoffe nicht. Ah ne, hier ist nur das hier, okay. Kann ich hier... Okay, kann ich aufmachen? Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier alles, außer diesen einen scheiß Transporter, den wir nicht knacken konnten. Verdammt. Jetzt dachte ich, ich hätte es inzwischen raus mit den Schlossknacken und dann kommt es sehr schwer. Und das ist mal wirklich ultra. Gut, aber ich werde erstmal diese Sicherheitszone da säubern. Wobei, wir haben letztes Mal bis zum Abend geschlafen. Ich dachte, es müsste bald Nacht werden.
Aber das haben wir Gott sei Dank schon hinter uns. Was für ein Trottel. Okay, vielleicht hier? Keine Ahnung. Ah, da oben wird nichts sein, das ist kein Flachdach, aber hier ist, glaube ich, was. Ist auch ein Zombie? Nö. Aber hier ist so ein Teil, ich glaube, ja, da sind meistens Klingen drin und Klingen und, ah, Dietriche. Wofür braucht man die Klingen nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, Benjamin Franklin Mod könnten wir mal machen. Batterien, Plastikteile, Nahkampfwaffe. Nice. Wofür braucht man nochmal Metallteile? Für Dietriche. Nee, Klingen, wofür braucht man Klingen? Hier, Wurfsterne. Aber, wofür? Keine Ahnung. Die Premium-Wurfsterne sind irgendwie eh so gut, dass man sie nicht ersetzen muss. Klebeband, das ist gut. Kaffee ist verkaufbar. Und ich glaube, hier kommt was raus. Irgendwann kommt dann Zombie raus. Metallteile, schön. Gut, da geht's, gehen wir nicht lang, sondern eher... Nee. Na ja, wo ist das? Wo ist diese komische... Ist da links? Ist das da oben? Wahrscheinlich. Dann gehe ich hier vielleicht mal hoch. So, hier, hoch. Genau das wollte ich. Und hier ist sogar Stuff. Schön. Also einfach mal ein bisschen erforschen und man ist schon gut dabei. Und das Mittel wird mir nach dem sehr schwer wahrscheinlich jetzt viel zu easy vorkommen. Ja. One try quasi. Quasi. Ja. Oh. Klassischer Baseball-Schläger. Nee, der ist gar nicht so schlecht. Ah, Moment. Vielleicht können wir den irgendwie geil modifizieren. Wie machen wir das nochmal? Hier, Entwürfe. Benjamin Franklin Mod. Schlagstock? Haben wir hier einen Schlagstock? Nee. Kurzes Messer und langes Messer. Taser Mod. Naja. Hier, Schweißer Mod. Gebrochene Knochen, geplatzte Haut, verkohltes Haar. Das wäre auch nice. Keine Ahnung, ich mache jetzt mal, kann ich den nicht irgendwie... Ah, ich kann den hier so auch upgraden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mit... Ich weiß gar nicht, was am besten ist. Ich werde mal eine dieser... Ich glaube, das ist nämlich was anderes, ob wir hier das hier machen. Oder das hier. Ich mache mal diesen Benjamin Franklin Mod mit dem Baseballschläger. Genau. 4 Schaden dazu. Ich hoffe, ich habe immer noch 3 Reparaturen an dem jetzt. Aber wo ist er? Kurzes Fischermesser, ja, wer braucht denn das hier für einen Arsch? Wo ist das jetzt nochmal? Hier, Inventar. Hä? Klassischer Baseballschläger, genau. Auswählen. Und zwar statt dem Fischermesser. So, jetzt, ach, falsch. So, jetzt schauen wir erstmal. Nice. Gefällt gut. Und der ist fast so gut. Ja, der ist ordentlich. Nee, hier ist gar nicht gut runterkommen. Hier ist zwar auch nicht super. Okay. Aber immerhin annehmbar. Ist da Stuff? Ist hier unten Stuff? Hier unten ist viel Stuff. Weil hier sind auch Zombies. Ja. Gut, dann hier hoch. Genau. Jetzt sichern wir die Zone hier oben. Ich hoffe, wir kommen hier so hin. Da, wo wir hin wollen. Das kommt mir gerade auch irgendwie bekannt vor. Das ist auch hier auch, ist auch wieder eine Antenne. Aber dieses Mal ist bei der Antenne nicht irgendwie eine Aufgabe, sondern die inaktive Sicherheitszone. Surviving Inside. Sekunde. Bevor wir hier irgendwie schauen, was der Typ will. So, wo ist aber hier Surviving Inside? Die sind weiter oben. Hier. So. Da oben können die eigentlich gar nicht wirklich Zombies sein. Hoffe ich zumindest. Schalten Sie den Strom ein. Ich denke, das können wir hinkriegen.
Aber hier hoch für die Sicherheitszone, das ist nicht ein bisschen für den Arsch. Also es geht weniger darum, hier. Es geht mehr darum, dass man hier ordentlich klettern muss. Aber gut, man wäre sonst vor den Kletterzombies ja nicht sicher. Wie kommt man jetzt hier weiter hoch? Ach, hier. Genau. Manchmal ist es noch ein bisschen in meinen Augen... Also, nicht noch ist es manchmal... Oh Gott, danke. Manchmal finde ich es einfach ein bisschen sehr unübersichtlich, wo man gerade hin muss. Außer bei diesem Freestyle durch die Stadt rennen auf den Dächern. Da ist es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen freie Möglichkeiten hat. Aber hier gerade ist es... Ja, hier zum Beispiel muss ich jetzt hier auf diese komischen... Und jetzt hier hoch. Genau. Aber es ist cool. Vor allen Dingen, man hat wirklich das Gefühl, wenn man jetzt hier runterfällt... Alter. Man ist ja fucking hoch. Ich weiß nicht, wenn man zu lange auf einer Seite loslässt, vielleicht ist das so realistisch, dass man dann wirklich runterfällt. Für den Fall werde ich das mal nicht ausprobieren, ob es so realistisch ist. Oh shit. Danke. Hier weiter links, damit wir gut hoch können. Und so. Wunderbar. Und hier müsste der Strom irgendwo sein, rein theoretisch. Genau. Inzwischen bin ich ja ein Experte bei diesen Funktürmen. Wunderbar. Alter, wenn ich hier... Also aus... Ich meine so... Also in Assassin's Creed könnte man jetzt hier da ganz runter... Also sagen wir mal... Da wäre dann mitten auf der Straße so ein... Und kann ich vielleicht hier... Ah, ich kann hier runterrutschen. Hey, das ist gar nicht so dämlich, wenn ich das jetzt mache, oder? Ja, da komme ich da recht gut hin. Nice. Moment, ich habe den Strom schon eingeschalten. Moment, hier ist auch irgendwo ein GR... Ah, das ist woanders. Scheiße. Ich habe den Strom eingeschalten. Gut, dann runter. Gut, ich kann mir jetzt nicht umschauen, aber ist trotzdem geil. Oh. Geronimo! Nice! Cool. Was? Was heißt, versuchen Sie, sie zu sichern? Ich hab die doch gerade gesichert. What? What the fuck? Ich hab die gerade gesichert. Ach, der Strom ist da drinnen. Das ist natürlich für'n Arsch. Sekunde. Sekunde, dann probiere ich jetzt Folgendes. Und zwar Böller. Da hinten hin. Komm, geht's dorthin. What the fuck? Fuck off. So, hier, schnell. Komm, komm. Ah, fuck you. So, und jetzt schnell. Blablab. Blablab. Und fertig. Oh my shit. Haha, Sicherheitszone aktiv. Ja, Jerry-Paket gestohlen am Arsch. Habe ich nicht gerade einen Punkt bekommen? Einen Fertigkeitspunkt? Keine Ahnung. Es hat so ausgeschaut. Egal. Bringen Sie das Paket zum Quartiermeister. Ja, ja, am Arsch. Wie komme ich hier runter? Das ist gerade... Ah, hier. Ich sehe schon den möglichen Weg. So, hier eine kleine Rutschpartie. So. Mal schauen. Hehehe. Das könnte gleich Bumm machen. Gefährlich Infizierte. Ja, ja. Schön und gut. Oh, nee. Ach gut, die gehen dorthin. Sehr gut. Dann kann ich hier den hier machen. Ich kann derweil auch so ein bisschen auf die Minikarte schauen, ob die zurückkommen. Wenn die zurückkommen, sollte ich möglichst mich schnell aus dem Staub machen. Aber das geht jetzt hier erstmal. Wunderbar. Nice. Nein, der hat mich. Und wieder schauen, hoffentlich.
Oder nimmer wieder schauen, beziehungsweise. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nein, oh, nein, nein. Nein. Verpisst euch. Ganz weit weg. So, ich hoffe, ich habe den Sichtkontakt lange genug unterbrochen. Sehr... Oh, ne. Da rennt er jetzt nicht die ganze Zeit im Kreis. Ach, nee. Wisst ihr was? Ich prügel dich jetzt tot. So. Du warst sicher hässlich. In deiner Kindheit. Nein. Ist noch einer. Ja gut, das sind die normalen. Die normalen Zombies sind inzwischen mehr oder weniger egal, weil man kann vor denen weggehen. Vor allen Dingen, wenn die dann seinem hinterherfallen und sich selber umbringen, ist das immer ganz lustig. Oder gut, sie müssen schon weit fallen, damit sie sich selbst umbringen, aber immerhin. Sodala, Fisherman's Village. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Dann räum auf. Wir werden für Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Ja, Alter, fuck off. So, ich würde sagen, wir... Hä? Oh. Ich glaube, wir sind hier irgendwie im Arsch gleich. Oh, fuck. Oh, ja, genau. Ja, genau. Okay. Gut, ich sollte sie aus der Ferne verletzen. Das stimmt allerdings. Okay. Das war jetzt wirklich sehr dämlich. Ich geb's zu. Wo sind wir jetzt? Hä? Ah, wir sind auf dem Ding, auf dem Turm. Immerhin ist es gespeichert, dass wir gesichert haben, von daher. Nice. Gut, dann... Ja, ich sichere immer, ohne die eigentlich Infizierten umzubringen, um die es geht, aber... muss ja keiner wissen, dass ich da so ein bisschen cheate. Hey, wie geht's? Hey, ich wollte dich begrüßen! Zwar... So. Alter. Ja, geht's mir nicht am Sack. So. Nehmen wir den hier. Und nächstes Mal nutzen wir dann die Selbstmörder. Das ist, haben wir schon geöffnet. Oh shit, das wird aber mein Tod sein, wenn ich da runterspringe. Da muss ich hier ein bisschen runterklettern. Wobei, ich würde sagen, hier ist gerade ein recht guter Punkt. Die Folge ist schon lang genug, glaube ich zumindest, hoffe ich. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall, egal wie lang die Folge ist, beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann ins Fischerdorf gehen und da die Infizierten mithilfe der eigenen Leute ausschalten. Ja, stimmt ja eigentlich. Bis dahin sage ich, tschüss Leute.